Herzlich willkommen. Hier ist User Paul mit dem Thema TR Translate. TR Translate löscht oder ändert einzelne Zeichen eines Eingabedatenstroms und schreibt das Ergebnis wieder auf die Standardausgabe. Die Angabe der zu übersetzenden Zeichen erfolgt dabei in sogenannten Mengen. Eine Menge ist einfach eine Zeichenkette aus Buchstaben. Um zum Beispiel in einer Datei alle vorkommenden H, T, M und L in Groß H, TM und L zu verwandeln, benutzen wir die Mengen HTML und Groß HTML. TR ist ein reiner Filter, das heißt, das Programm kann ausschließlich in Pipes verwendet werden. Wenn wir also die Datei odtview.html übersetzen wollen, so müssen wir schreiben cat odtview.html, dann pipe tr, das ist das Programm, HTML klein geschrieben, dann HTML groß geschrieben und dann das Ergebnis, zum Beispiel in die neue Datei neu.txt leiten. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Cat neu.txt. Hier wird jedes kleine h in ein großes h verwandelt, jedes kleine t in ein großes t, wie man zum Beispiel hier sieht, jedes kleine m in ein großes m und jedes kleine l in ein großes l. TR erlaubt es aber auch, Steuerzeichen und andere undruckbare Zeichen in den Mengen zu verwenden, indem ihr Oktalwert angegeben wird. Dazu muss dem Wert ein Backslash vorangestellt werden. Hier sind dann aber auch Anführungszeichen nötig. Sonst würde die Shell uns den Backslash weginterpretieren. Außerdem bietet TR mehrere bereits vordefinierte Mengen, wie etwa alle Großbuchstaben und alle Kleinbuchstaben. So können wir eine Datei zum Beispiel in Großbuchstaben verwandeln, indem wir schreiben cat odtview.html, dann wieder pipe tr, das Programm, dann in eckigen Klammern Doppelpunkt, Lower, Doppelpunkt, dann Klammer zu, eckige Klammer auf, Doppelpunkt, Upper, Doppelpunkt, eckige Klammer zu und dann wieder das Ergebnis in eine neue Datei umleiten, zum Beispiel neu2.txt. Und das Ergebnis sieht dann so aus, cat neu2.txt. Hilfe erscheint außerdem nach der Eingabe tr Leerzeichen minus minus help. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.